14 Jahre Wiedervereinigung. Der Gebrauchtwagenmarkt hat sich mittlerweile erholt. Ostdeutsche Städte haben jetzt wunderschöne Fußgängerzonen. Manch Westler hat sich gehörig daneben benommen. Der Ossi seine Naivität verloren. Und Sächsisch gehört endlich zum guten Ton. Aber eigentlich hätte die Geschichte doch auch anders laufen können. Andersrum, um genau zu sein. Bettina Schön hat deshalb noch einmal die gute, alte, aktuelle Kamera angeschaltet. Pünktlich zum Tag der Einheit im Jahr 2003. Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Vorabend zu den Feierlichkeiten zum 13. Jahrestag des Anschlusses der ehemaligen BRD und des ehemaligen Westberlins an die Deutsche Demokratische Republik verkündete der Vorsitzende des Staatsrats und Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Gerhard Schröder, dass der sozialistische Umbau der Gesellschaft schneller als geplant vollzogen wird. Bremerhaven. Bereits heute ist in Bremerhaven ein Lebensniveau wie in Bitterfeld verwirklicht worden. Und auch die Lebensverhältnisse im westdeutschen Gelsenkirchen sollen schon bald an die von Cottbus angeglichen sein. Staatsratsvorsitzender Schröder zur schnellen Annäherung von Ost- und Westwörtlich. Die Reformen in ihrem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. Weiter zeigte sich der Staatsratsvorsitzende Schröder optimistisch, dass der aktuelle Fünfjahrplan, die sogenannte Agenda 2010, bereits zum Jahr 2010 umgesetzt werden kann. Sie können sich vorstellen, dass ich mit diesem Ergebnis sehr, sehr zufrieden bin. Nürnberg. Der Leiter der staatlichen Stelle für Arbeit verkündete feierlich große Fortschritte bei der Befreiung von Arbeiterinnen und Arbeitern aus dem Joch der kapitalistischen Erwerbstätigkeit. So sei das Plan soll für das Jahr 2003 mit fast 5 Millionen befreiten Arbeitern schon fast erfüllt. In einer Feierstunde der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik zum 13. Jahrestag äußerte sich heute die erste Vorsitzende der Blockpartei CDU, Parteifreundin Angela Merkel, zur Kritik aus der Bevölkerung. Bezugnehmend auf die angeblich immer noch unzureichende Versorgungslage mit Süßbackwaren führte Frau Merkel aus: Wenn Sie Kirschkuchenbau brauchen, backen Sie ihn sich und dann essen wir gerne mit. Parteifreundin Angela Merkel führte weiter aus: Ich liebe euch doch. Ich liebe doch alle Menschen. Und nun zum Wetter. Über Berlin lacht die Sonne, über Deutschland die ganze Welt.